Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu. Warte, mein Controller. Da. Zu One Piece Unlimited World Red. Eigentlich wollte ich heute gar nicht aufnehmen, aber ich habe echt Lust auf One Piece momentan. Momentan schaue ich auch wieder Naruto tatsächlich. Hat jetzt nicht sehr viel mit One Piece zu tun, aber Anime ist Anime, ne? Ja. Was für eine Tragödie. Die ganze Zeit ohne Nami und Robin beschützen zu können. Sie sogar zu gefährden. Ich war auch dort, erinnerst du dich? Keine Sorge, Sanji. Es war hart. Und wir waren völlig hilflos. Ich muss mal ganz kurz hier leiser stellen. So. Stimmt's, Robin? Stimmt. Mir geht es deshalb trotzdem nicht besser. Wenn du die Schande nicht mehr länger ertragen kannst, meine Schwerter und ich sind hier, um zu helfen. Oho. Und das von jemandem, der sich hat fangen lassen. Ich erinnere mich nicht, gefangen worden zu sein. Dass du dich nicht erinnerst, heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Hey, du da! Warum hast du meinen Kuh entführt? Das war ich nicht, sondern mein Boss. Dein Boss also? Oh je. Ich glaube, es war doch nicht der Typ von... Cursed Rise? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Keine Ahnung. So. Du kannst uns wohl nicht sagen, also von dem Wii-Spiel, ne? Wer der Boss ist oder warum er uns entführt hat. Natürlich nicht, meine Lippen sind versiegelt. Na gut, Waschbär, wenn du nicht reden willst, bring uns zumindest zu ihm. Das kann ich tun. Wirklich? Moment mal, Ruffy, warum willst du denn ihn treffen? Ich will ihn einfach nur treffen. Schlafende Hunde nicht zu wecken, nachdem ich so hereingelegt wurde, widerstrebt mir einfach. Mir auch. Wir sitzen im selben Boot. Es darf einfach nicht so enden. Beruhige dich, Nami. Ich bin der Retter in der Not, der dich und Robin um jeden Preis beschützen wird. Immerhin ist das Wetter perfekt dafür. Ja. Oh, ich glaube, ich werde von einer Art Inselphobie befallen. Du weißt doch, dass du schon mal auf der Insel bist, nicht wahr? Dann eben vor einer landesinneren Inselphobie. Warst du nicht schon im Landesinneren? Dann ist es ein Landesinneren Inselphobie vor, wo sich der Boss gerade aufhält. Eine ganz besondere Krankheit. Hoffentlich sehen wir uns nach deiner Genesung wieder. Hihihi. Halt, ich entwickle gerade eine neue Phobie. Ich glaube, die Phobie vor der Angst, allein gelassen zu werden. Ist klar. Die Stadt wird ganz schön geschäftig in letzter Zeit. So viele neue Leute. Das einzige Problem ist, dass es nicht genug Platz gibt und da kommst du ins Spiel. Ist dir aufgefallen, wie viel Platz es landeinwärts gibt? Es würde der Stadt wirklich helfen. Können wir den nutzen? Ich weiß, es wird nicht leicht werden, aber könnten wir trotzdem auf dich zählen? Erweitern, was können wir denn machen? Ah, Land entwickeln, okay. Nicht genug Materialien, was brauchen wir? Holzblock brauchen wir. Rostiger Schrott und großer Holzblock. Okay. Okay, ja, mach ich, junge Dame. Mach ich. Ich guck mal eben auf der Karte. Es ist richtig, ne? Ich bin noch ein bisschen hier, ne? Ich bin noch ein bisschen hier. Ich frag mich auch, wieso man hier kämpfen kann. Normalerweise hat man das in Spielen, dass man nicht an solchen komischen Orten hier kämpfen kann. So, bin ich auf und tritt gegen den Boss an. Ich bin gespannt, wer es heute wird. Team bearbeiten. Ich würde heute mal ganz gerne mit Robin kämpfen. Ich würde... Soll ich Lissab mitnehmen? Eigentlich war der in Ordnung, aber ich mag ihn eigentlich nicht. Wir nehmen ihn mal nicht mit, wir nehmen mal stattdessen Sanji mit. Ja, Sanji. Achso, stimmt ja. Wen nehme ich denn dafür nicht mit? Nee, ich glaube, ich nehme hier dich und dich wieder mit. Ja. Oh, Robin ist so klein. Tut mir echt leid, dass ich euch alle so hinters Licht geführt habe. Ich wollte doch nur meinen Boss glücklich machen. Du hast deinen Boss so richtig gern, nicht wahr? Ja, so gern hatte ich ihn noch nie. Jemanden. Seht nur, hier drüben, mein Boss wartet drin. Okay. Drinnen? Heißt das, wir sind jetzt im Gefängnis? Jetzt kommt das Gefängnis. Oh, der rote Graf. Oh, ist das hier Falkenauge? Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber wieso denn auch
Unterwasserwelt, ne? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Eigentlich müsste hier dieser Fischmensch kommen. Diesmal ist es die Fischmenscheninsel. Jeder Ort, den wir bisher gesehen haben, ist einer, an dem wir schon waren. Das alles. Bist du dafür verantwortlich, Pato? Glaubst du, ich schaffe das alleine? Mein Boss hat mich benutzt, um sie zu erschaffen. Cool, oder? Nuki Nuki. Ich frage mich, warum er sich die Mühe macht, all das hier zu erschaffen. Fischmenscheninsel war doch... also das Reich der Fischmenschen war doch da mit dieser Prinzessin, die dann... die so groß war. Du willst wissen, warum? Das ist ein Geheimnis. Ach, wie schade. Hihihi. Moment mal. Wenn diesmal die Fischmenscheninsel der Schauplatz ist, heißt das... Along. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es Along ist. Ich werde dich ja ausnehmen, aber wieso... es ist gar nicht Along. Es ist Hoodie Jones. Stimmt. Stimmt, der war das so da unter Wasser, oder? Boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, an dem Fischmenschen-Arc. Weiß ich echt nicht mehr. Beziehungsweise den Unterwasser-Arc. Weil Fischmenschen waren, glaube ich, die anderen gemeint, oder? Mit Nami-Story? Hm. Das ist also nicht dein Boss. Nein, das ist er nicht. Das ist nur eine andere Erscheinung, die mein Boss mit Hilfe meiner Blätter gemacht hat. Cool, findest du nicht? Aber du hast doch vorhin gesagt, dass du keine Menschen erschaffen kannst, weil das zu kompliziert ist. Stimmt, kann ich auch nicht, aber mein Boss kann das. Er ist einfach unglaublich. Nuki Nuki, könnte deine Kräfte nicht dabei helfen, uns kampflos durch das hier zu helfen? Unmöglich, sie gehorchen meinem Boss und nur meinem Boss. Davon abgesehen, könnte ich meinen Boss nie besiegen. Kämpfe und kämpfe, hart, Lysop. Okay, ich bin gespannt. Wir lassen uns überraschen. Ich teste mal eben. Okay, dann machen wir hier mal einmal X. Ja, okay. Was macht X? X macht das ja also. Das hier macht... Das hier macht gar nichts. Okay. Das ist so eine Art Fernkampf. Oh, guck mal, ich kann aufladen. Und dann kann ich das machen. Okay. Batsch. Kann ich das auch? Oh, guck mal, ich kann das ja auch eigentlich aufladen. So, dann machen wir so und dann so. Also, die Kombos, die sehe ich jetzt noch nicht so. Aber mal gucken. Ja, wir lassen uns überraschen. Hier wird wahrscheinlich jetzt eh der erste Kampf sein. Nein? Okay, dann nicht. Oh, was ist das denn hier? Eine Muschel, die nehme ich auch mal mit. Boah, ist die Fläche hier ist aber echt groß. Dafür, dass hier irgendwie gefühlt niemand ist, ne? So, hier haben wir noch Holz und eine Schatztruhe. Die brauchen wir bestimmt. So. Okay, da ist nichts. Schade. Was haben wir hier drin? Wertvolle Koralle. Okay. Ah, hier. Hier ist endlich ein Kampf. Da bin ich mal gespannt. Okay, sie kann wohl ziemlich weit angreifen. Ja, okay. Oh, Vorsicht. Also bis jetzt brauche ich ja hier überhaupt keine Angst zu haben. Bam. Verfolgen, okay. Verfolgen. Oh, oh, wow. Das ist so eine Art Konter. Okay. Und sie kann sich teleportieren. Das ist mir tatsächlich auch noch neu. Das wusste ich echt nicht, dass sie das kann. Oh. Verfolgen. Ja. Achso, stimmt. Ich kann ja eigentlich auch gleich mal die neue Attacke testen. Und zwar... So. Oh, cool. Sie hat Flügel. Hatte sie jemals Flügel im Anime? Da bin ich aber gespannt, wenn die Folgen mal kommen. Das interessiert mich ja jetzt sehr. Perfekt. Robin. Hast du gut gemacht. Ich habe zwar nur Y gehauen, aber das hat wohl gereicht für die. So, da haben wir nur das. Ah, nee, ich wollte... Ah, ja, guck mal, ist tatsächlich Teleportation. Wieso er? Keine Ahnung. Oh, da sind Leute. Wo? Ach, da. Guck, ich brauche von hier hinten einfach nur A zu drücken. Das ist ja fast schon so gut wie Lysop hier. Einfach Fernkämpfer-mäßig. Aber ich würde eigentlich nur ganz gern gucken, was das jetzt großartig macht. Oh, ich konnte es nicht testen. Schade. Schade. Wir gehen mal eben hier hinten hin. Hier gibt es nämlich ganz schön viel. Vielleicht können wir hier testen.
Bam. Okay, nee, können wir leider nicht. Dann muss ich das so machen. Na, gib mal her hier. Die Beute. Da war auch noch ein Busch, genau. Super. Wir haben ganz schön viele weiche Korallen. Willkommen. Willkommen. Hallo, hallo. Hier haben wir auch noch welche. Also, weiß nicht, die Attacken finde ich jetzt nicht ganz so cool von ihr. Also nicht sehr schön. War früher irgendwie cooler. Aber ich teste gleich hier noch diesen Wirbel. Bam. So, mal gucken, was der gleich macht. Falls er überhaupt Schaden macht, ne? Weil bis jetzt bin ich noch ein bisschen enttäuscht. Ich meine, sie ist Fernkämpferin, ne? Ah, weg mit dir. Hier sind große Korallen. Alter, wir kriegen kein Item daraus, ne? Also bis jetzt noch gar nichts. So, hier sind wieder Typen. Ich mache mal so und danach... Was ist das? Keine Ahnung, ey. Also... Ja, ja, ob ich das jetzt war, das lasse ich mal so stehen, ne? Keine Ahnung. Dem laufe ich jetzt aber nicht hinterher. Sorry. Wir gehen mal hier rechts her. Hab keine Lust, immer die Karte zu öffnen, weil die Karte hätten sie eigentlich auch einfach rechts hin machen können und fertig. Aber nein. Oh, hier ist ein Steg. Oh, dann ist hier bestimmt das Passwort. Hier wäre ein Insekt, aber... Oh, soll ich das fangen? Okay, komm. Ist kein Insekt, ist ein Frosch. Ich muss das am besten hier drin machen. Ah, okay. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Stopp. Kein Bonus, schade. Super, wir haben einen Laubfrosch. Und weg damit. So. Das weg. Oh, würde ich hier nicht die ganze Zeit so stehen bleiben, ne? Okay, da unten wird es weitergehen. Da ist schon wieder einer. Alles klar. Alles klar, aber wir gehen erstmal jetzt zum Steg. Ich glaube, da geht es eh nur zurück. Ja. Oh. Ich wollte schon sagen, da ist nichts drin. Das kann doch nicht wahr sein. Ach. Ich glaube, hier angelt man wieder. Aber ich habe eigentlich... Ich habe keine Lust auf Angeln. Sorry. Und ich fühle mich schneller, wenn ich springe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Oh Gott, hier ist ja gar nichts. Ach so. Ruffy kann hier was machen. Aber ich würde ganz gerne das hier mitnehmen. Wie kann ich denn wechseln? Anführer wechseln, Ruffy. Und A-Rakete. So, was haben wir hier? Große Perle. Okay, dann wieder runter. Super, das hat sich gelohnt. Anführer wechseln, Robin. So. Super. Sehr, sehr gut gemacht, Ruffy. Ich bin stolz auf dich. Wirklich, wirklich. Naja, eigentlich nicht so, aber, ne? Wer es kann, der kann. Wer es kann, der kann. Links ist nichts. Hier oben. Ich habe jetzt keine Lust, den Busch hier kaputt zu machen, ne? Ich brauche eigentlich Holz. Aber hier ist kein Holz. So, jetzt mache ich die Büsche doch noch weiter. Kaputt? Oh Gott, hier sind Gegner. Okay. So, bitteschön, hier. Spürt meine Hände. Ich weiß, ihr seht... Das ist so... komisch. Aber ich verstehe auch nicht, wieso Robin jetzt hier... echt die Fernkämpferin geworden ist. Da ist Lysop irgendwie jetzt useless. Okay, ich will eigentlich... Och, hier geht's gar nicht her. Überprüfen. Passwort brauchen wir wahrscheinlich. Da haben wir wieder ein Insekt. Eine Biene. Hi Biene. Hab dich. What the fuck? Oh Gott, ey. Das ging schnell. Kein Bonus. Yeah, super. Super, Robin. Eine Honigbiene. 13 cm, okay. Stand das vorhin auch schon die ganze Zeit da, dann habe ich es nicht gesehen. Hier kann... Oh Gott, hier kann ich doch hochspringen.
Ich habe ihn gefunden. Okay. Ich habe ihn gefunden. Interessant. Da stand, glaube ich, irgendwas mit dem... Nee, hier geht's wieder runter. Was ist das denn da eigentlich? Das ist nichts. Okay. Okay, okay. Wir gehen dann mal eben dahin. So. Hier war die Wand, ne? Ja. Besiege die giftspuckenden Meeresbewohner und hol das Wort. Okay, giftspuckenden Meeresbewohner. Okay. Schauen wir mal nach. Gehen wir hier runter. Wo könnten die denn sein? Können die hier rechts sein? Hier ist zwar eine Sackgasse, aber... Nee, hier nicht. Jetzt bin ich, glaube ich, gleich am Anfang wieder. Ja, hier ist unser Schiff. Oh. Mach mal hier schnell das hier. Perfekt. Das war die schwächste Attacke wahrscheinlich von ihr. Aber ist in Ordnung. Du musst den da angreifen, bitte. Und ausweichen. Okay, er ist tatsächlich ein Giftding. Ja, den mache ich ja hier. Wow, total platt. Ah, habt ihr das gesehen? Ich hau ihn auch so. Ja, hab ich gesehen. Guck. Damn. Cool, dann weiß ich jetzt auch, was die Attacke macht. Jetzt die Frage, ob die jeden angreift oder nicht. Da ist die Schatztruhe. Und Robin ist aufgestiegen. Und da haben wir das Schlüsselwort. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Wir sind ja irgendwo runtergesprungen, glaube ich. Oh, nee. Das ist hier schon wieder, Leute. Greift ihr jetzt jeden an? Ich weiß es nicht. Ich konnte jetzt nicht überprüfen, ob das jetzt so ist oder nicht. So, links ist das Tor. Da müssen wir jetzt hier einmal außen herum gehen. Kommen jetzt bestimmt wieder viele Gegner. Hui. Ne, eher nicht. Super. Hier wahrscheinlich. Ja. Mal gucken. Ja, tatsächlich alle. Die geht auf alle. Okay. Okay. Bam, bam, bam. Aber ich greife, glaube ich, lieber mit Y an. Das bringt irgendwie ein bisschen mehr. Da war es nicht. Noch ein bisschen weiter. Hier war es. Okay. Ich bin bereit. Die Mauer ist verschwunden. Ich frage mich, was passiert ist. Ja, alles klar. Oh, schön. Oh. Ich muss mal hier eben kontern. Und hier, tschüss mit dir. Ciao, Kakao. So, ich mach mal hier Ips, Dings, die Bums, ne, damit alle hier Schaden bekommen. Sind nämlich, oh Gott, naja, gespawnt. Weg mit dir. So, weg, weg, weg. Einfach Y spammen. Das ist ja super. Ach komm, geh doch mal weg hier von mir, ja? So, super, der ist auch weg. Okay. Anscheinend komme ich doch nicht ganz so weit. Aber so müsste ich, glaube ich, drankommen. So, das war's. Nice. Gut gemacht, Ruffy. Und jetzt? Ich würde gerne Kleidung bei ihm kaufen. Okay. Interessant. Okay, wir gehen mal hier einfach weiter. Hier rechts sind noch ein paar Muscheln. Oh, cool. Wir haben mal was bekommen. Eine schöne Muschel. Ja, okay. Hier haben wir jetzt noch ein Ei. Statt zu erkennen? Nein. Ach so, das war die Blume. Okay. Okay, ich dachte gerade schon. Oh, schön. Also hier würde ich, glaube ich, auch wohnen wollen.
Sieht echt schön aus. Flüssige Spezialseife. Okay. Ah, man muss dagegen. Gegenlaufen. Bam. Bam. Okay, wir lassen es mal. Aber schön hier. Ist echt schön hier. Wirklich. Kann man auch irgendwie die Sonne sehen? Nope. Okay. Frag mich nämlich, ob wir jetzt hier unter Wasser sind oder nicht. Aber ich glaube nicht. Kann man sich hier draufsetzen? Ah ne, ich kann es kaputt machen. Ach, für Holz. Für Holz. Sehr schön. Die machen wir auf jeden Fall kaputt. Ich brauche ja Holz. Wir gehen mal rechts lang. Weil Wasserfälle sind immer schön. Es gibt also einen Wasserweg. Nuki Nuki, unglaublich, nicht wahr? Mit dieser Wasserstrahl scheinen wir uns nach Belieben bewegen zu können. Oh, ich würde doch ganz gern auf die andere Seite schauen. Bam. Holz, weil ich brauche Holz, Leute. Ich brauche Holz. Oh, wie groß ist das denn hier? Oh, wir werden angegriffen. Da. Da sind sie, ja. Ich meine, die machen das schon alleine, tatsächlich. Oh, guck mal, hier ist eine Truhe. Eigentlich habe ich die gesehen. Machen wir die mal auf. Was ist drin? Flüssigseife. Okay. Oh, habt ihr es geschafft? Ja? Super. Ich hole mir hier hinten noch die Sachen. Oh Gott. Die wollte mich doch nicht angreifen, oder? Ich glaube schon. Ich bin weg. Tschüss, Biene. Seid ihr fertig? Ich hoffe, wir gehen weiter, Leute. Achso, hier was. Hier geht's gar nicht weiter. Wir müssen nach links. Nach links, nach links, nach links. Da sehe ich doch den Wasserfall. Cool. Nächstes Gebiet. Hui. Wuhuhu. Ah. Okay, cool. Das war cool. Ja, 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 Nami. Ja, Nami. Ja, Nami, wir retten schon irgendjemanden. Die brauchen wir nicht. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder eine Kiste. Schon seltsames Fass oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Was steht da? Shilalari? Shiarli. 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 Könnte auch ein schöner Inselname sein, tatsächlich. Oh, komm, ich mache das hier. Bam, bam, bam. Oh, guck, wo war ich das? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, da haben wir einen Café. Dann ist hier wahrscheinlich eine Sackgasse. Und da hinten so. Oh, doch nicht. Oh, was bist du denn? Oh, ist das süß. Komm, dich fange ich. Ich bin manchmal echt ein bisschen hier. So. Oh Gott, ey. Ich bin so schlecht hier in dem Spiel, ne? Oh Gott, er ist entkommen. Schade. Egal, wir haben Schaden. Schade. Da war ich echt ein bisschen schlecht. So, Wachstumsjuwel und Bomben. Dankeschön, dass ich jetzt Schaden habe. Wow. Oh, guck mal. Ja, hier haben wir nochmal die Chance. Hier bekommen wir nochmal die Chance. So, diesmal Konzentration. Oh Gott. Ich bin irgendwie ein bisschen lost. Oh Gott. Ich bin echt lost, Leute. Okay. Ist echt schwer, wirklich. Egal, wir machen 10% mehr Schaden für irgendwas. Dann tschüss, Knuffelluff. Dann gehen wir zum Café. Mermaid. Oder? Steht da Mermaid? Ich kann es gar nicht lesen. Oh, aber erstmal müssen wir natürlich hier uns um unsere Freunde kümmern. Nee, ich glaube,
glaube, so viel bringt das hier nicht. 1, 2 und dann das. Habe ich das 1, 2 und dann hier? Oder hier, so mal. Oh, das ist schon die Truhe. Guck mal. Habe ich schon bekommen, cool. So, bam. Ach ja, schon. Man kann natürlich auch man kann Y auch halten, ne? Bam. Geil. Oh, das ist ja cool. Okay, das mache ich jetzt öfters. Bam. Okay, cool. Ich hole mir. Achso, die Kiste ist so herum. Oh, ich kann die nicht holen, oder was? Ach man, jetzt aber. Jetzt aber. Okay. Der Y-Angriff-Dings, der ist schon sehr cool. So, jetzt bin ich ein Pirat, haben wir bekommen. Hier ist ein Fass. Das holen wir uns mal eben. Normaler Reis. Hier, was haben wir hier? Hier haben wir Holzblock. Sehr schön. Da hätten wir noch einen weiteren Weg. Den gehen wir, glaube ich, auch. Aber ich muss sagen, guck mal, hier kann man auch so dran. Es sieht echt schön aus. Mermaid-Café, ja. Dann gehen wir mal weiter. Boah, ist das groß hier, ne? Größer als die anderen Gebiete, glaube ich. Was ist denn hier rechts? Oh Gott. Hier werden wir also direkt angegriffen, oder was? Boah. Oh, ist das cool. Ich sehe zwar nicht, wo ich angreife, aber es ist echt fantastisch. Wir sind von da gekommen, ne? Von links. Also von hinter uns. Dann, boah, Alter, das ist hier echt groß. Bam. Oh, geil. Es ist so cool, Leute. Es ist echt cool. Die Attacke gefällt mir mega geil. Also, mega. Hui, bam, weg mit euch. Wo sind wir hier denn? Wir sind jetzt hier. Ach, da unten war der Angelplatz. Oh. Okay, wir gehen angeblich zurück, aber ich würde dann ganz gerne hier noch nach links gehen. Ich habe gesehen, hier ist nämlich eine Sackgasse. Hier könnte nämlich noch was sein. Ach, das war hier. Okay. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Ah, oh nee, wir sind echt im Kreis gelaufen. Ne? Egal, wir können ja jetzt hier durch. Konnten wir vorher, glaube ich, nicht. Sonst hätte ich da bestimmt diesen Eingang hier rechts bemerkt. Wenn wir hier schon mal gewesen wären. Seltsam. Seltsam. Na gut, dann gehen wir dem Wasserfall weiter. Wie? Was ist der denn jetzt hier blockiert? Muss ich den jetzt nochmal hier besiegen oder was? Okay, wenn ihr wollt, dann mache ich das halt, ey. Mann, 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 wo waren das? Da waren die Muscheln. Wo war denn das Café? Ach, oder war es gar nicht das Café? Ja, wir waren doch gerade. Es war doch da hinten das Café, oder? Ich glaub schon, ey. Keine Ahnung, ey. So. Mach mal hier, bam. Ach man, er fliegt gar nicht so schön weg, wie ich wollte. Egal. Dann greife ich halt mit meinen alten Mitteln an. Geh mal weg, du komische Gift. Giftdings. Ha, genau, verbeug dich vor mir, Alter. So, und jetzt geh wieder weg. Hallo, ich hab gesagt, geh weg von mir. Auf Crunchyroll könnt ihr außerdem jetzt One Piece anschauen in Deutschland, ne? Ist, glaube ich, nur neu. Wir haben keine Kiste bekommen. Ich verstehe es nicht ganz, wieso wir da jetzt nicht mehr hin können. Genau. Bam. Und dann XX. Hey, ich hab da. Guck mal, ich drücke nur XX, ja? Und der macht einfach gar nichts. Okay. Also das war es auch nicht. Also ich verstehe gerade nicht. Wir müssen eigentlich. Müssen wir da hin?
Oh, dahin könnten wir hin müssen. Da bin ich einfach blöd. Oh, ich weiß es nicht. Kann man nicht irgendwie... Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Ich hätte doch nach unten gemüsst, oder? Ich gehe mal eben hier mal kurz gucken. Dann sind wir hier. Jetzt ist das auch blockiert. Ist das der richtige Weg? Hier ist das hier. Oh ja, das ist der richtige Weg. Oh mein Gott. Oh Gott, haben wir Glück gehabt, ey. Oh, cool. Also, das sieht echt gut aus. Sieht echt schön aus. Das Tor, ja, das hätte ich auch gerne vor meinem Haus. Ja, gut. Euch natürlich auch. Und bam. Geh mal bitte weg von mir. So, das ist meine Aufgabe, genau. So, jetzt machen wir hier wieder. Bam, weg mit dir. Weg mit euch beiden, Alter, ey. Hallo, ihr könnt auch gegen die Jungs da kämpfen. Ja, ich bin eine Dame. Was wollt ihr von mir, bitte? So. Willst du echt gegen mich kämpfen? Ich glaube nicht. So, dann machen wir hier wieder das hier. Das ist eh immer das Beste, wenn die Leute wegfliegen. Und du greifst mich nicht an. Okay, du hast mich angegriffen. Du bist ja unverschämt, ey. Oh mein Gott. So. Okay. Ich gucke gerade, wie ich hiermit so ein bisschen... Bam. Okay. Der ist auch tot, soweit ich das gesehen habe. Alter, ich habe Schaden bekommen, weil er auf mich draufgefallen ist, oder was? Kann so nicht sein. Ach, da ist noch was? Wo? Ah, da. So, danke. Ich bete zu Gott. So, super. Wir gehen mal kurz hier hin. Hier gibt es nämlich ganz, ganz viele Sachen. Die will ich mir alle schnappen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber den Rest. Was stand da? Graben. Achso, Graben. Nee, Chopper ist nicht dabei, Leute. Achso, wir haben auch noch unsere Fähigkeit. Die darf ich nicht vergessen im Kampf gleich. Achso, warte, wir gehen noch eben hin. Hier gibt es natürlich noch eine Schatztruhe. Die hätte ich fast verpasst. Oh, ich habe heute Star Wars The Clone Wars gesehen, ne? Und leider war die Folge nicht mehr synchronisiert wegen Corona. Schade, schade. Aber ich habe tatsächlich geweint. Ich habe wirklich ein bisschen geweint. Wirklich. Wirklich, wirklich. Habe ich eigentlich The Mandalorian heute zu Ende geschaut? Ich habe es heute angefangen, das weiß ich. Aber ob ich es zu Ende geschaut habe, das weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich, glaube ich, nachher nochmal nachgucken. Habe eigentlich alles geschafft, was ich heute schauen wollte. Der Heilige Krieg stroht! Du gehst mir nirgendwo hin. Was? Du hast richtig gehört, wir werden dich voll und ganz vernichten. Bin ausgewichen. Und hier. Küsse paar Hände. Habe ich den getroffen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den da getroffen habe. Aua. Komm, nochmal. Da, bisschen habe ich ihn tatsächlich getroffen. Okay, sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, ich konnte nicht ausweichen. Das war nicht gut. Ah, Alter, er kommt ja die ganze Zeit auf mich zu. Oh Gott, ausweichen. Oh mein Gott, ausweichen. Gut, ich bin ausgewichen. Weg. Geh mal bitte weg von mir. Danke. Oh Gott. Hier sind so viele. Hallo. Hör doch mal auf, Junge. Ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht. Oh Gott. Hatte Angst. Geht er auf mich? Ja, er wollte, glaube ich. Oh Gott. Puh.
Oh, 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 geh weg. Ach, scheiße. Ah, aua. Alter, er macht mich fertig. Ich bin irgendwas hier. Komm, mach ihn nochmal ein bisschen Schaden. Oh Gott, ich habe ihn nicht getroffen, oder was? Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich muss mal eben Anführer wechseln. Auf Ruffy. So. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist, ob sich Robin erholen kann oder nicht. Und mach ihn. Super. Nice. Sehr gut. Nochmal. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, wir wechseln schnell auf Zorro. Du kommst mir nicht davon. So, perfekt. Und hier auch nochmal. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Oh Gott, aua. Das hat weh. Das hat weh. Ja. Ach, er ist ja gleich schon weg. Vom Fenster. Oh Gott, runter. Schutz. Ah, den schaffen wir auch nicht so. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie neue Sachen drauf mit Zorro, oder? Oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Also irgendwie, also mir kommt es jetzt so vor, dass der irgendwie besser zum Spielen ist als vorher. Und dieser Wirbel ist echt cool. So. Und nochmal hier. Bam! Oh Gott, hat ja überhaupt keinen Schaden gemacht. Naja. So, komm, mach deinen Sturm. Oh Gott, brauchst du Schutz. Egal, wir haben es gleich. Denke ich. So, oh, super. Wie mache ich das hier? Bam! So, und danach müssen wir ihn eigentlich tatsächlich schon haben, oder? Also ich meine... Oh Gott, Schutz. Und hier, Wind. Oh Gott. Oh Gott, Schutz. Schutz. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Geil. Wir haben ihn. Das war aber irgendwie zu leicht, oder? Ich wusste es, das war zu leicht. Das ist der rote Typ. Ui. Den kenne ich überhaupt nicht. Ach, das ist der Typ vom Anfang. Okay. Da hätte ich vielleicht auch mit rechnen können, dass der damit gemeint war. Boss? Das ist er also? Du bist derjenige, der mit uns gespielt hat wie mit Ratten in einem Labyrinth? Das ist unmöglich. Das ist Redfield, der rote Graf. Robin, kennst du diesen Mann? Einst wurde sein Name in einem Atemzug mit denen von Whitebeard und Roger genannt. Redfield? Du meine Güte. Was willst du von mir? Ich will, was in deinem Kopf steckt. In meinem Kopf? Ich war schon immer einfühlsam. Der Herzschlag eines Mannes am anderen Ende der Welt hält mich nachts wach. Und indem ich dich so berühren kann, ich noch tiefer in dich eindringe. Okay, ich habe die Fischmenscheninsel und eure Gegner bisher durch das Beschriften von Blättern mit euren Herzen erzeugt. Aber warum denn? Ganz einfach, ich wollte einfach die Werkzeuge ausprobieren, die mir zur Verfügung stehen. Für ziemlich Neulinge habt ihr eine Menge Blutvergießen gesehen, eine ziemlich schöne Gabe. Wenn ich bloß ein paar prominentere Individuellen wie Neptune, Vivi und Dalton zu fassen bekommen würde, du könntest ernsthaften Schaden anrichten. Was hast du vor, alter Mann? Was planst du mit Vivi? Wer war Vivi? Ich weiß es nicht mehr. Ich will König sein. War Vivi... Hieß sie Vivi? Die von Crocodile? Also von Crocotopia? Nee. Gott, wie hieß denn nochmal die Stadt? Da... Diesen Sandpalast da. Alabastia. Alabastia war es. Oder Alabasta. Alabasta war es, ne? Weil Alabastia ist ein Pokémon. Okay. Geht's euch gut, Leute? Sehr enttäuschend. Vielleicht solltet ihr euch einfach alle für alle mal... Boss, nein!
Es gibt keinen Grund, sie zu töten. Oh, er setzt sich für uns ein, der Kleine. Oh, das ist ja nett. Damit hätte ich nicht gedacht. Komm her, Pacho. Okay. Oh nein, er wird jetzt kalt gemacht, oder? Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir Mitgefühl und Großzügigkeit aufgeben. Der Weg, den ich von jetzt an beschreiten werde, wird blutig sein. Oh Gott, was hat er gemacht? Und neuer? Boss? Solange ich ihn habe und ja, du musst den blutigen Weg nicht mit mir beschreiten. Oh. Leb wohl, Pato. Oh mein Gott. So leicht vom Meister verraten. Hohoho. Du kannst dich einfach verschwinden, wenn es hier spannend wird. Komm zurück und kämpfe. Ich habe, was ich brauche und Dinge, die erledigt werden müssen. Ich will meine Zeit nicht mit dir verschwenden. Folge mir und dein Körper und dein Geist werden einen hohen Preis zahlen. Schau mich an, glaubst du, ein oder zwei Wunder mehr machen mir etwas aus? Wie du willst, dann werde ich dich verwunden. Verwunden, was? Verwunden? Was macht er jetzt? Hat er eine Kopie von sich? Nee, Whitebeard. What the fuck? Alles klar, Whitebeard. Guarara! Whitebeard! Wir tragen dieselbe Bürde, Newgate. Du bist alt geworden. Viel Spaß, ich bin weg. Oh Gott, jetzt müssen wir gegen Whitebeard kämpfen. Boah, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann gegen echt kleinen Bruder kämpfen muss. Oh, ich muss mich mal kurz hinlegen. Sitzen tut weh auf dem Bett. Oh. Du hast echt wie deinen eigenen Sohn behandelt, alter Mann. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Wenn du nicht kämpfst, stirbst du. So sieht es so aus, nicht wahr? Ace ist seinetwegen tot. Das wirst du noch bereuen. Ich werde mein Bestes geben. Gurra, so ist's recht. Nur kein Zurückhalten, du kleines Girl. Girl. Oh Gott, er macht direkt irgendwie eine Power hier. Das ist ja ein Witz, oder? Aua. Junge? Könnt ihr bitte kämpfen? Ich weiche aus. Ich hab bisschen Angst. Ich hab wirklich Angst hier vor ihm. Hat es getroffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Nee, hat nicht getroffen. Oh Gott. Was macht der da? Hallo? Schutz. So, oh Gott, Schutz. Aua, oh Gott, das tat weh. Okay. Wir machen jetzt zumindest einen Angriff. Oh Gott, er hat meinen Angriff blockiert. Was soll das denn? Er hat meinen Angriff nicht blockiert, Glück gehabt. Ich muss ganz, ganz schnell wechseln. Ausweichen. Und ausweichen. Ausweichen, alter Schwede, ey. Boah, ist das anstrengend hier wieder. Okay, er macht sein Dings hier wieder. Oh nein. Und ich mache hier BAM. Das tat ein wenig weh. Ach super. Er ist hier ein bisschen K.O. Oh gut. Das ist sehr gut, tatsächlich. Okay. Und jetzt wieder weg. Aua. Alter, da konnte ich nicht ausweichen. Ach Gott. Junge. Und PANG. So. Oh, ausweichen. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Ruffy. Ausweichen. Habe ich es geschafft? Ich glaube schon. Ach, sehr gut. Gut. Gut macht ihr das. Oh mein Gott. Gut, oh Gott. Oh nein. Wir sind schon wieder. Bisschen K.O. So. Und BAM! Und ausweichen. Oh Gott, er macht da wieder seinen Donner. Oh mein Gott. Ich muss wechseln. Robin, ich muss dich leider verlieren. Falls es soweit kommen sollte.
Und ich glaube, es kommt jetzt soweit. Oh mein Gott, was war das denn jetzt hier? Okay, Zorro. Ich brauch dich mal ganz, ganz dringend. Oh, super. Wir haben ihn gleich. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Weg, weg, weg. Oh nein. Ah, Kacke. Es sieht nicht gut aus, Leute. Es sieht nicht gut aus. Echt nicht. Huhuhuhu. Oh nein. Okay, wir machen den hier nochmal. Leute. Oh Gott. Ja. Ah. Okay. Nächstes Mal Heilung mitnehmen, Leute. Nächstes Mal Heilung mitnehmen. Oh, sehr, sehr gut. Sehr gut. Komm. Komm, 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 komm. Oh Gott. Oh nein, was macht er jetzt? Du bist stark geworden, Junge. Ich habe nur ein Leben und werde es nicht vergeuden. Alle, denen wir bisher begegnet sind, kann er mit ihnen machen, was er will. Damit kommt er nicht durch. Er scheint zum Dorf unterwegs gewesen zu sein. Wir müssen ihm folgen. Ich habe überhaupt keinen Tee mehr in meiner Tasse. Oh, schade. Ich wollte was trinken. Zu Befehl. Boah, das war jetzt echt knapp, Leute. Was wird aus mir? Was willst du tun? Hä? Halt, warte auf mich. Oh mein Gott, wir haben ihn echt... Wir haben es echt noch geschafft, Leute. Damit hätte ich echt gar nicht gedacht, wirklich nicht. Ich dachte echt, wir hätten verloren. Aber obwohl, am Ende habe ich dann doch gedacht, oh, guck mal, wir können es vielleicht doch noch schaffen, wenn er jetzt nur noch diesen Angriff macht. Ach, sehr gut. Spiel speichern, auf jeden Fall. Ja, Leute, das war's mit einem aufregenden Part. Das Gebiet ging jetzt fast 50 Minuten. Und schon, wow, okay. Sehr viel, war auch relativ groß, das Gebiet. Bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob wir auch noch Falkenauge irgendwann besiegen werden müssen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.